Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map ohne Gräben, Version 1.2 immer noch. Ich weiß, wahrscheinlich schon längst Version 1.3 draußen, wenn ihr das Video hier guckt. Aber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war die Version 1.3 noch nicht draußen. Und man soll es nicht für möglich halten. Wir haben Folge 100. Tatarata. Gibt's gar nicht, oder? Ja. Hätte ich nie gedacht, als ich damit angefangen habe, hier Let's Plays zu produzieren. Wieso kann ich den denn nicht anhängen? Gibt's doch nicht. Weil da schon hinten einer dranhängt, oder wie? So, wie das jetzt? Oder muss ich hier einsteigen und irgendwo mich anhängen? Geht das so rum? Nö. Auch nicht. Wie geht denn das, verdammte Axt? So. Okay. Kann ich jetzt den anderen noch da dran hängen? Das erste Mal, dass ich Förderbänder kaufe. Ne, geht nicht. Alles klar. Ja, dann bringen wir erstmal den hier zum Hof. Hiermit natürlich. Also der Wagen gefällt mir ganz gut, die Motorbremse ist mir zu stark. Der bremst mir zu schnell ab automatisch. Finde ich ein bisschen schade. Ansonsten schicker Wagen. Aber da kann man bestimmt auch was machen. Da kann man bestimmt noch in der im Mod irgendwas einstellen. Irgendwas manipulieren sozusagen. So. Wollen wir mal sehen. Schieben wir da mal hin. Ja, was mache ich denn da? Wieso läuft das nicht? Kann ich das nicht? Gibt das Förderband kein Mist? So, naja. Soll dem wohl so sein. Mal gucken, was passiert, wenn wir das andere Förderband noch dazu holen. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich Förderbänder benutze. Gucken wir mal, was damit passiert. Sonst haben wir eben gleich zwei Förderbänder, die wir auch wieder verkaufen können. Macht ja nichts. Jetzt habe ich 100 Folgen gebraucht, bis ich Förderbänder kaufe. Unglaublich. Eigentlich ja sogar 110 Folgen, aber 10 Folgen zwischendurch jetzt gerade, die konnte ich ja nicht gebrauchen. Weil bei dem einen hat er fast nichts aufgenommen. Und bei dem anderen... Achso, vielleicht hätte ich andersrum fahren müssen.
hier denn eine Kupplung dran? Kann ich den anhängen? Geht das überhaupt? Nö. Kann ich gar nicht. Einbau. Da steigen wir mal aus. Steigen wir hier ein. Steht denn da? Muss ich hier mit 5 km/h wieder hinfahren oder was? Das kann's doch nicht sein. Kann ich mich denn von hier aus anhängen? Weil gerade eben konnte ich das ja auch. Ey, in dem Tempo sind wir übermorgen noch nicht am Hof. Nein! Soll da mal zuklappen? Aha. Na dann. Ja, bin ich ja jetzt auch nur mäßig begeistert von, ne? Das kann ja dauern. Dann ist mein Xerion schon leer. Der jetzt schon wieder nur 5% hat. Lieber nicht gucken. Immer noch nicht fertig. Oh, das kann's doch nicht sein. Oder hätte ich das hier mit einem Traktor ziehen können? Wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Ja, wir werden jetzt den Rest der Folge damit verbringen, dieses Förderband zum Hof zu fahren, um dann festzustellen, dass das mit dem Mist nicht funktioniert. Was echt Mist wäre. Sozusagen. Warte mal. Nicht irgendein Kurs, der hier... Ja, haben wir. So, dann wird er jetzt hier schön mit einem Cosplay-Kurs zum Hof. Während ich den hier neu betanke. Mal gucken, ob das reicht. Muss ich da jetzt reinhauen? So viel ist da ja auch nicht mehr drin.
Mann. Wir haben nur 2000 drin, ne? Ja, noch einmal ganz voll. Super. Sind. Okay. Bis dahin. Wunderschön. Fördermann ist immer noch nicht angekommen, oder wie? Ich muss mich jetzt erstmal eben gleich um den Abfahrer hier kümmern. Ah. Geht doch. Ach, wieder nicht alleine, ey. Geht mir auf den Keks. Muss ich wahrscheinlich einen Abkipppunkt setzen. Naja, siehste, da ging das ja einigermaßen automatisch. Wobei ich ja immer noch bezweifle, dass das hier geht mit dem... Es wäre schön, wenn das gehen würde mit dem Mist. Aber... Wahrscheinlich geht's nicht. Das. Wir können jetzt mal den Winkel ändern. Aber es tut sich nichts.
Ich meine, was soll der machen? Das ist doch scheiße. Das ist doch echt kacke. Das macht doch keinen Spaß. Habe ich mir hier so tolle Förderbänder gekauft und kann damit nichts anfangen. Ah, jetzt bewege ich. Nee. Gibt's doch gar nicht. Mann, die Zeit rennt. Ich will doch zumindest hier noch so ein bisschen. Bisschen was machen. Ach komm, das stellen wir jetzt einfach daneben. Da jetzt keinen Bock mehr drauf. Echt nicht. So. Das ist ein Bratlader und gut ist. Das machen wir noch mit. Puh, Entschuldigung, da konnte ich nicht mal mehr das Mikro so schnell ausschalten. So. Raus. Ich gehe einmal vorsichtshalber außen rum, nicht dass ich gleich im Förderband sitze. Das will ja keiner. So, jetzt haben wir hier fast 40.000 Liter Mist drin. Kann man jetzt erstmal schön hier zur Düngerproduktion bringen. Damit wir dann hier auch wirklich vernünftig produzieren können. Weil Dünger haben wir zwar noch, kann man aber ja nie genug haben. Ja, ist ja tatsächlich so. So. Oh, mal schauen. Ich weiß gar nicht, was wir hier für eine Kapazität haben.
von allem. Also 100.000 Gülle haben wir. Und 100.000 Mist passen auch. Ist klar. Dann holen wir jetzt noch eben Gülle. Machen wir heute noch. Nein, weil. In der letzten Folge. Machen wir ein bisschen länger. Mach ja sowieso häufig ein bisschen länger. Ist ja nicht so selten, dass das passiert. Den lassen wir da mal stehen. Und jetzt das Fortuna was. Hoffe nicht, dass er nachher hier wieder rückwärts einbuxieren muss. Mal egal. Hardcore-Düngerproduktion. Ja, ob das funktioniert? Kann ich hiermit überhaupt Gülle holen? Ich glaube schon, ne? Jawohl. Nicht voll machen, nur so 84.000 Liter. Wird wir das dann auch loswerden? Also maximal 84.000 Liter. Na los, lauf voll. Kann. Ja, bei meinen Kühen. Warum steht eigentlich über meine Kühe hier nichts mehr? Ich halte mal eben kurz an, ich will nicht überfüllen. Kühe. Oh, die haben kein Wasser mehr. Und kein Strom mehr. Die haben eigentlich nichts mehr. Nicht unbedingt kümmern. Unbedingt. Kühe. Shit. So, Trailer Assist an, macht's so schön einfach. Da muss ich gleich unbedingt mich um meine Kühe kümmern. Es geht gar nicht, dass sie nichts mehr haben. Geht wirklich gar nicht. Das ist schon krass, ne? So ein Riesenfass. Riesenfass ist schon krass. Mit 100.000 Litern Gülle. Das muss nur noch hier loswerden. Aber das sollen wir wohl hinkriegen. Hoffe ich, ja. So.
auch zu weit weg. Ja, schön. Wo ist der? Da kommt der Abfahrer. Wenn man wieder ganze 2% Platz hat. Voll geil. Bleiben wir eben wieder drin sitzen. Damit er dann gleich. Ihn gleich abladen können. Diesmal zum zweiten Silo. Ja. Wenn wir damit soweit sind, dann. Folge auch schon so gut wie vorbei. Mann, die Kühe machen nichts. Ich habe meine Kühe verhungern und verdursten lassen. Voll scheiße. Leute, macht das nicht sowas. Macht das nicht, sag ich euch. Ich brauche ja gar nichts machen, der macht ja alles alleine. Nicht wirklich produktiv, ne, was wir hier machen. Dieses Riesenfeld mit einem Drescher und einem Abfahrer. Ich glaube, da muss ich noch einen zweiten Abfahrer mit zuholen, oder? Vielleicht lasse ich auch einfach noch einen. Ja, ich schicke gleich noch einen LKW mit hin. Den nicht. Den. Oh. Können wir auch abholen und zur Baustelle bringen und verkaufen. Kriegen wir Geldkassetten für. Ist ja nur schon beim Eierhof. Der Traktor, oder kommt der gleich erst? Da ist er. Muss ich da jetzt echt Abladepunkte setzen? Gibt's doch nicht. Gibt es einfach nicht. Jawohl, Feld 4 ist gedüngt. Super. Gesät. Auch hier wird er wieder nicht verstehen, was er machen soll. Fahren. Feld 12 Silo Eierhof.
doch nicht alleine. Ja, der Xerion hat die Aufgabe erledigt. Sehr schön. Fahrer einstellen. Auch wunderbar, das läuft alles. Jo. Gut, schön. So. Auch wenn es eine Jubiläumsausgabe war, 100. Ausgabe, halbe Stunde haben wir jetzt, etwas mehr. Ich bedanke mich bei euch. Dankeschön, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like oder einen Kommentar oder abonniert mich. Und noch mehr freuen wir mich natürlich, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe wieder einschaltet, morgen. Und in diesem Sinne sage ich ciao und vielen Dank nochmal.